So, die Halbfinalbegegnungen in der Vorrunde in Königsbrunn stehen fest. Halbfinale 1, TSV Gasthofen gegen den TSV Schwabmünden. Das zweite Halbfinale und damit die erste Überraschung, der TSV Leitershofen, der Kreisligist, gegen Schwaben Augsburg hier bei mir. Michael Kreutmeier, Trainer vom TSV Leitershofen und Alex Steicherle von Schwaben Augsburg. Michi, Überraschung, Halbfinaleinzug für euch, aber mit Sicherheit hochverdient, oder? Mit Sicherheit eine Überraschung, aber nach der Leistung im ersten Spiel gegen Schwabmünden würde ich sagen, verdient. Jetzt gegen Schwaben Augsburg, Traditionsmannschaft in der Halle. Wie stehen die Chancen? Für uns zählt das gleiche wie vor den anderen Spielen auch. Wir müssen schauen, dass wir unser Spiel machen, ja, kompakt stehen. Und uns ist bewusst, dass Schwabmünden Rang höher ist als Schwaben Augsburg. Und wir werden uns natürlich so gut wie möglich aus der Affäre ziehen. Alex Steicherle, sehr, sehr enge Gruppenphase, nur das Torverhältnis hat am Schluss entschieden. Müsst ihr euch steigern und wie seht ihr die bisherige Leistung vom TSV Leitershofen? Ja, also Leitershofen, muss ich sagen, treten bis jetzt sehr gut auf. Wir haben mit den beiden Bräu-Brüdern natürlich in der Halle gute Spieler. Unsere Leistung jetzt im letzten Spiel gegen Königsbrunn war alles andere als gut. Müssen wir uns auf jeden Fall steigern. Das erste Spiel gegen Gasthofen sind wir auf jeden Fall zufrieden und ja, unser Ziel war das Halbfinale und jetzt schauen wir, dass wir ins Finale auch noch kommen. Gut, wir schauen uns das Halbfinale an zwischen dem TSV Leitershofen und Schwaben Augsburg und schauen mal, wer ins Finale einzieht. Danke, Jungs, und viel Glück für euch.